Ja, hier ist wieder euer Lord Titan alias Sven Duncan. Und ja, wie gesagt, solange die rechte und asoziale Fehlverhaltenswelle weiterhin anhält, werde ich mich dagegen lehnen und in einer sozialen, menschlichen Position eben auch mich dagegen äußern, dass wir mehr soziale Bildung wieder brauchen, mehr soziales Verständnis, mehr Menschlichkeit, mehr Respekt untereinander, was leider eben nicht gegeben ist. Viele sagen auch, sie schauen weg. Die, die wegschauen, sind mitschuld. Sie unterstützen und ja, nähren sozusagen das rechte und asoziale Fehlverhalten, weil es sich ausbreiten kann, weil es keinen Widerstand kriegt. Ja. Ich meine, ihr könnt gerne weggucken. Ich meine, dann seid ihr halt Weggucker, dann seid ihr halt die drei Affen. Ja. Und bückt euch fürs System. Was anderes habt ihr nicht gelernt. Ich finde lächerlich die Aussage, wenn Leute sagen, sie haben dazu keine Meinung oder sie gucken halt weg. Ja, das gibt es immer wieder, dass Leute sowas äußern, wo ich dann eben klar sage, wenn Leute weggucken, wenn Unrecht passiert, eben durch rechte oder asoziale Fehlverhaltensart, in Gewalt oder in welchen Formen auch immer gegen Menschen gerichtet wird, ja, oder gegen Tiere, also gegen anderes Leben, dann finde ich es eine, ja, eine Schande, dass diese Leute weggucken, ja, gerade wenn sie sich sagen, wir sind in einem sozialen, demokratischen System wie in Deutschland oder befinden uns in einer sozialen Plattform wie unter anderem Internet. Dann hat man eigentlich nicht wegzuschauen, sondern man hat eine soziale Unterstützungspflicht auch. Ja, sonst ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn man nur am Rand steht und zuschaut, wie Menschen kaputt gemacht werden, wie Kinder schon kaputt gemacht werden, Frauen kaputt gemacht werden. Und ja, ich finde zum einen eben diese Leute, die weggucken, die eben sagen, sie wollen keine Meinung dazu aufbauen, machen sich strafbar. Zum anderen machen sie sich eben schuldig, ja, dass sie Mitschuld tragen an dem, was anderen Menschen an Leid passiert. Ja, da braucht auch keiner immer kommen mit, die Menschen müssen selbst ihren Weg gehen oder sowas. Man lässt uns ja gar nicht unseren Weg alleine gehen. Er wird ja schon von jungen Jahren an gebogen und gebrochen, bis wir einen Weg gehen der blinden Perfektion. Um eben den Materiellen zu dienen, um den Geldwesen zu dienen, um eben, ja, zu verblöden. Kurz gesagt. Ja, ich werde das Video jetzt auch gleich beenden, nicht zu lange machen. Ich will einfach nur damit klarstellen, gerade eben behinderte Menschen müssen immer wieder unter den rechten und asozialen Verhaltensformen, Fehlverhaltensformen, ganz klare Fehlverhaltensformen, leiden, weil sie immer wieder diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, verhetzt werden oder sogar eben mit überverbale Gewalt hinaus, mit körperlicher Gewalt und etc., mit Morddrohungen und so weiter belastet werden. Ich kann dazu nur sagen, wer immer wegschaut, ist mitschuld an dieser dreckigen Gesellschaft. Ja, und die ich global gesehen so sehe. Ja. Ich glaube eben nicht, dass es nur deutschlandweit so ist, wie einige mal wieder kommen mit Deutschland und Zweiter Weltkrieg und Nazis und bla 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 und sowas. Es geht gar nicht darum, ja. Rechtes Fehlverhalten hat nicht nur was, und das sage ich hier auch nochmal, damit es auch die letzten Idioten begreifen. Rechtes Fehlverhalten hat nicht etwas gleich mit Nazis zu tun. Nazis ist ein Teil der rechten Bewegung. Ja. Ist eine Gliederung des rechten Radikalismus. Aber nicht gleich komplett das rechte Fehlverhalten. Das rechte Fehlverhalten, das existiert schon länger, das existiert schon vor dem Zweiten und Ersten Weltkrieg. Das ist eben etwas, was den Mensch leider immer begleitet, genauso wie das asoziale Fehlverhalten, wo es aber auch Gesetze für gibt und Richtlinien eben wie unterlassene Hilfeleistung, wo sich Leute immer wieder schuldig machen, indem sie eben am Rand stehen, zugucken und sagen, ich bilde mir da keine Meinung. Es geht nicht um Meinung bilden, es geht darum, dass ja, Straftaten unter anderem passieren oder eben auch
menschenunwürdiges Verhalten anderen Menschen gegenüber ausgeübt wird, bis hin zur Gewalt, bis zur Gewaltausübung. Da gibt es auch verschiedene Formen. Es gibt psychische Gewalt, die körperliche, die verbale, die Waffengewalt. Ja, und es ist in dem Sinne dann Gewalt und auch kein Mobbing mehr. Ja, ich halte mich jetzt kurz und mache das Video auch zu Ende und sage einfach nur nochmal, ich appelliere hier an den menschlichen Verstand, an Menschen, die da draußen sind, und sage ganz klar, bildet euch eine Meinung, ja, eine klare Meinung, hinterfragt auch, was richtig und falsch ist. Und eben rechtes und asoziales Fehlverhalten ist nicht richtig, ja. Und ist mit Grund und Basis der Gewalt, den Hass, Gier, Neid und Krieg, den wir haben, ja. Weil eben, wo ich jetzt aufgehört habe, wo ich habe so ein bisschen den Faden verloren, würde ich nochmal eben drauf anhängen. Rechtes Fehlverhalten hat eben nichts nur mit Deutschland zu tun oder mit Neonazis, sondern genauso ist eben auch der Islamische Staat, der Radikale, der ist rechts. Ja. Die ganze Gesinnung, sich ideologistisch über anderes zu stellen, dann die Ideologie zu erheben und das über anderes zu stellen, ist rechtes Fehlverhalten. Ja, mit Parolen und sonst was. Und wer die Geschichte kennt, der kennt sich auch damit ein bisschen aus. Der weiß auch, dass es das zigfach gab in der Geschichte. Die Leute sollen mal aufhören mit dem Zweiten Weltkrieg und sowas und wir kommen mit Neonazis und so. Wie gesagt, das ist eine Gruppierung. Ja, der Scheiße. Das ist etwas, was auch schlimm gewesen ist, was passiert ist. Ja, ich bin keiner, der das verleugnet, dass das passiert ist, ja. Sondern ich sage, okay, da ist Scheiße passiert aus Deutschland. Ich habe zu der Zeit noch nicht gelebt, ja. Ich bin danach geboren. Wie viele anderen auch. Und wir tragen nicht die Schuld derer, die Scheiße gebaut haben. Und andere Länder haben genauso Scheiße gebaut, Kriege geführt, Menschen vernichtet, ja. Ich sag nur Hiroshima oder sowas, ja. Das ist eine Bombe gewesen, ja. Ich kann wirklich nur daran appellieren, dass die Menschen menschlicher werden, sozialer sich einbringen, mehr Respekt geben, auch geben gerade gegenüber Behinderten. Nicht immer kommen mit, wenn sie etwas scheiße finden oder doof finden. Ey, ist das behindert? Das ist ja voll behindert oder der ist voll behindert. Ich gehe auch nicht hin, ja, und sage zum Beispiel, ja, ey, das ist aber voll ausländisch. Ja, oder der ist voll Ausländer. Ja, das wäre genauso diskriminierend, wie es diskriminierend ist, dass Leute immer sagen, es sei behindert, wenn etwas dumm ist oder abfällig bewerten wollen. Ja, ich bin behindert, ich bin schwer behindert, wie andere auch. Und wir sind nicht abfällig, wir sind auch nicht dumm, wir sind anders. Ja. Und eben anders und Verschiedenheit sollte jetzt langsam mal im 21. Jahrhundert hochgehalten werden, anerkannt werden, auch gleichgesetzt werden von Wert her, dass es gleiche Rechte hat, dass das gleiche Anerkennung hat wie anderes auch. Und dafür werde ich mich weiterhin stark machen, weil es fehlt in dieser Gesellschaft daran, es fehlt auch in dieser Gesellschaft an Respekt, an eben sozialer Bildung und an Miteinander. Es gruppiert sich immer nur so gruppenweise und gerade in Familienverhältnissen gruppenweise. Aber schießt in Familien selbst gegen eigene Familienmitglieder oder gegen anderes, dann holen sie sich alle hier Hunde, ja, weil die ja für den Menschen dann bestimmen, wer gut oder böse ist. Voll RLC, Alter. Oben, Alter. Ihr habt sie nicht mehr alle, Alter. Oder warum ihr euch auch immer Zuchttiere holt, ja. Ich bin gegen Tierzüchtung. Ich finde es erbärmlich, dass ein Mensch sich sozusagen niedere Wesen züchten muss, um sich dienlich zu sein oder sich gefällig zu sein. Ja, ich sehe uns nicht in der Lage, dass wir sowas ausüben sollten. Ja, das sollten wir beherzigen. Ich habe absolut nichts gegen Tiere oder Leben.
Ja, ich finde nur eben die Züchtung oder eben auch was in China, wo es rauskommen soll, ich glaube, es war China, kann ich mich jetzt auch entschuldigen, falls es nicht so ist, falls es doch woanders herkam, mit den Gen praktisch Erzeugnissen, dass eben Menschen gezeugt werden sollen mit tierischem Anteil oder andersrum tierischer Anteil mit menschlichen Anteil, wie auch immer. Ich sage immer, die Evolution hat kein Ende, also noch kein Ende, sie geht noch weiter, aber ich finde das alles ein bisschen fragwürdig, was da abgeht. Ja, auch wie man da mit einer mit umgeht und wie man das handhabt, ja. Also das finde ich sehr fragwürdig. Ja, und wie gesagt, ich bin ein schwerbehinderter Mensch. Ich bin aber nicht dumm. Ich bin auch nicht falsch, sondern ich gehe den richtigen Weg, auch wenn er hart ist, auch wenn ich damit ziemlich auf Widerstand in der Gesellschaft stoße, weil vieles rechts und asozial angehaucht ist, was dann wieder Diskriminierung und Agierungen gegen meine Person, Behinderung, Aussehen, mein Stoffwechselproblem oder sonst was aufbaut, sogar bis hin zu Morddrohungen und sonst was alles. Es ist armselig. Es ist armselig für eine soziale Demokratie im 21. Jahrhundert, oder eben auch in einem sozialen Netzwerk im 21. Jahrhundert, dass immer noch ja, so viel blinder Hass, so viel blinde Wut, so viel blinde Hetze, blindes Fehlverhalten halt, eben rechtes asoziales Fehlverhalten sich durchsetzt und keiner mal ein Stoppschild aufsetzte. Wir haben ganz klare Gesetze. Auch ihr sagt auch immer, ihr habt alle eure Meinungsfreiheit und sowas, dürft euch alles erlauben, ihr dürft alles sagen, ihr dürft alles tun und sowas. Ja, dann macht das doch. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr wirklich glaubt, ihr dürft alles tun, dann macht das doch. Ja, aber ich glaube es nicht und ich glaube, es gibt auch Gesetze dagegen, gegen gerade auch rechtes, asoziales Fehlverhalten. Und die gibt es zu gutem Recht. Ja. Es gibt aber kein Recht gegen meine freie Meinung, die ich auf Fakten beruhe, die ich auf Sachlichkeit beruhe. Es gibt auch kein Gesetz gegen meine Meinungsfreiheit, die ich medial auch nutze, also auch die mediale Freiheit nutze. Ja? Und ganz im Gegenteil, das ist sogar geschützt hier in Deutschland, in unserer sozialen Demokratie auch zu gutem Recht, auch aus geschichtlichen Hintergründen, ja, wer sich ein bisschen auskennt, der ist halt klar im Vorteil. Aber wie gesagt, ich mache jetzt auch das Video viel zu lang. Ich könnte jetzt noch stundenweise reden, ne? Weil es so viele gibt, die nichts kapieren. So viele, die immer wieder die gleichen Fehler machen. Und wenn man einen Fehler immer wiederholt, dann ist es kein Fehler mehr, dann wird es ein blinder Rhythmus, ja. Dann wird es ein, ja, bis hin zu einer Ideologie, weil sie das auch noch hochheben und für richtig erklären, ne? Über andere stellen. Ja. Euer Glaube steht nicht über mir. Ich glaube nicht. Ja. Eure Götter stehen nicht über mir. Ihr steht als Person nicht über mir. Ja. Ganz im Gegenteil, indem ihr euch unmenschlich verhaltet und gegen das Soziale agiert, stuft ihr euch doch runter. Ihr stuft euch unter mein Niveau, geht nur nach äußeren, ja, nach blinden ideologistischen Merkmalen, aber haltet euch nicht wirklich an Sachlichkeit, an Fakten und bemerkt gar nicht mal, wie scheiße ihr seid. Ja, selbst die Lieder, die ihr mal Onkels oder Freiwild oder sonst was hier, Topax oder sowas. Die ganzen Bands, die da von Arschlöchern singen, ja. Habt ihr euch schon mal gefragt, wenn ihr die Musik aufreißt und über Arschlöcher eure Lieder da kloppt, ja, dass ihr die Arschlöcher seid, die gemeint sind? Ironie, ja. Es ist nicht eure Schuld, ja, aber ihr seid zu dumm, dass ihr also ihr habt nicht Schuld an dem Beginn der ganzen Scheiße, ja? Aber es ist eure Schuld, wenn es so bleibt, ja. Und ihr macht die Scheiße weiter. Ja, ihr macht weiter blinde Hetze, blinde Diskriminierung, Verurteilung. Blind, alles blind, was ihr macht. Ja, alles ist der falsche Weg. Und ich höre jetzt auch auf, wie gesagt, ich könnte mich Stunden darüber auslassen. Ich bin auch immer gerne bereit, mit
sozialen Menschen mit Verstand und Bildung mich zu unterhalten, zu diskutieren, aber eben nicht mit dem Rotz, der teilweise in der Gesellschaft sich niederlässt und auslässt, gerade eben im virtuellen Bereich. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, dass ich sage, ich mache auch virtuell einen Punkt, wo ich sage, nein, das lasse ich nicht zu. Auch wenn Facebook das anders sieht oder andere Communities, die dann meinen, mein Recht auf Meinungsfreiheit oder mein mediales Recht zu zensieren, zu löschen. Was ich mache, ist nur die Wahrheit sagen. Und es gibt viel Scheiße, es gibt viel Rechtes und asoziales Fehlverhalten. Und Kinder werden schon dorthin geleitet sozusagen, weil sie in der Schule nur lernen, blind zu funktionieren, blinde Perfektion zu erheben, blind sich zu messen vor allen Dingen. Ja? Und nicht als Gemeinschaft im sozialen Bereich miteinander mit Respekt umzugehen. Ja. Und das sind ganz wichtige Kriterien. Ja. Es ist immer dieser Gruppenzwang da, schon in Schulen, bis hin zum Arbeitswesen, bis hin zum hohen Alter, wo sich Menschen immer blind ideologistisch an Gruppierungen und an Massenrecht, das es gar nicht gibt, ja, halten. Ja. Naja, macht euch Gedanken dazu. Ja. Ich weiß, dass es auch viele gibt, die mich wieder hier verhetzen, diskriminieren, verurteilen werden. Nur weil ich wenigstens den Mut habe, die Wahrheit sage, die Wahrheit anspreche und eben sage, wir brauchen eine Änderung, wir brauchen neue Wege, wir brauchen Vielfalt, wir brauchen ja, Buntes. Ja. Wir brauchen aber nicht eine radikale Gleichheits Verwertung, ja, wo wir alles als gleich einstufen, sondern wir sind verschieden und wir sind anders und der Respekt darunter, der muss sein. Ja, ich kann es überhaupt nicht ab, wenn Leute mal kommen mit, wir sind alle gleich. Wir sind nicht alle gleich, wir sind verschieden. Es muss nur der Respekt da sein. Man muss sich respektieren können in einer Verschiedenheit, mit verschiedenen Positionen, mit verschiedenen Merkmalen, in einer bunten Welt. Ja. Und dann können wir auch vorankommen, dann können wir auch andere Probleme anpacken. Aber das ist im Moment das Hauptproblem, warum sich auch alles im Kreis dreht, auch in der Spirale der Gewalt im Kreis dreht, weil so viele Menschen nichts kapieren und blind immer durch die Gegend schießen. Ja. Ich greife hier euch auch nicht an. Ich sage nur ganz klar eben, ich reiche euch die Hand. Nur ihr schlagt sie immer wieder weg. Ihr meint immer, ihr seid im Recht, über anderes herzuziehen, über anderes zu hetzen, zu diskriminieren, zu verurteilen oder auch Gewalt zu bringen, Gewalt zu äußern, Gewalt zu drohen. Wer auch immer euch das Recht gegeben hat, ich kenne ihn nicht, ja. Ich kenne eure Götter nicht, ja. Und damit verabschiede ich mich, euer Lord Titan, alias Zündanken und Peace, bis bald, ja.